Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Neumarkt begrüßt in dieser Woche China. Eine Gruppe von 21 Schülerinnen und Schülern aus einer Highschool in Ningbo ist zu Gast am Ostendorfer Gymnasium. Unter anderem gibt es dann gemeinsame Kunst-, Musik- und Deutschkurse mit den hiesigen 10- und 11-Klässlern. Und wir wollten wissen, wie stark gilt das andere Länder, andere Sitten-Prinzip in den Klassenzimmern? Wir geben es zu, echte chinesische Musik ist mehr als das. Das haben uns die Austauschschüler bestätigt, welche diese Woche zu Gast am Ostendorfer Gymnasium sind. Auch sie haben an ihrer Highschool Musikunterricht. Bei dem Workshop in Neumarkt lernen sie aber ein afrikanisches Lied. Dieses Lied hat mehrere Rhythmusebenen. Gleichzeitig zu singen und die komplexen Tanzbewegungen unter einen Hut zu kriegen, erfordert Konzentration. Die Schüler aus China meistern die Aufgabe aber recht schnell, laut Dozentin Anna Ludwig. Ich habe es mit meinen Kindern die Woche mal ausprobiert. Gut, ich habe mir mehr Zeit gelassen und habe verschiedene Wege und Möglichkeiten ausprobiert. Aber wir haben 2 Schulstunden ungefähr gebraucht und jetzt haben wir es in einer guten halben Stunde geschafft. Es gibt immer welche, denen liegt das Tanzen mehr und denen liegt das Tanzen weniger. Ich glaube, das ist ein internationales Phänomen. Eine Woche lang nehmen die chinesischen Gäste an Workshops teil und besuchen natürlich auch Sehenswürdigkeiten. Ein paar Unterschiede zwischen Klassenzimmern ihres Heimatlandes und der Oberpfalz haben sie schon bemerkt. Wenn wir im Unterricht eine Antwort sagen, müssen wir dabei aufstehen. Hier können die Schüler einfach sitzen bleiben und die Hand heben. Unser Unterricht beginnt normalerweise um 7.25 Uhr und endet um 17.15 Uhr. Die Kommunikation beim Austausch findet natürlich auf Englisch statt. Ein paar Deutschbrocken haben die Schüler jedoch aus dem Unterricht in China mitbekommen. Ich habe schon Danke gelernt. In Europa ist China als ein Land mit einem strengen Schulsystem bekannt, bei dem Disziplin großgeschrieben wird. Zumindest Anna Ludwig fallen bei den Schülern aber keine allzu großen Unterschiede auf. Also ganz ehrlich, das sind unsere Schüler, die wir hier haben am Ostendorfer, also genauso brav. Wie am Anfang erwähnt, klingt echte chinesische Musik nicht immer nur so. Und der Pausengong an chinesischen Schulen hört sich auch definitiv nicht so an. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach haben wir noch diese Themen für Sie. Die Imkerei erfreut sich neuer Beliebtheit auch im Hobbybereich. Und in Neumarkt soll nun ein Schulungszentrum dafür entstehen. Außerdem ein Tag Holde Maid. Unsere Reporterin Sandra wagte sich unter Ritter, Gaukler und andere Mittelalterbewohner. Das und mehr sehen Sie gleich. Unbedingt dranbleiben. Genießen Sie Ihren Rasen, anstatt ihn zu mähen. Mit den intelligenten iMow-Mährobotern von Stihl. Geeignet für Flächen von 50 bis 5000 Quadratmeter und dem Rundumservice von Dorna. Von der Beratung über die Installation und Programmierung vor Ort bis hin zur regelmäßigen Inspektion und Wintereinlagerung. Wir sind Ihr Partner für sattes Grün, das keine Arbeit macht. Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin in Ihrem Garten. Hallo zusammen. Ich suche irgendwen, der bei uns die Heizungsanlage repariert. Irgendwelche Vorschläge? Du bist nicht irgendwer. Also such nicht irgendwo. Gelbe Seiten. Ein Service Ihrer Gelbe Seitenverlage. Machen Sie sich die Jobsuche nicht komplizierter, als sie ist. Klicken Sie jetzt auf starke-jobs.de, das kostenfreie Fachkräfteportal für die Region Neumarkt. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dunwood House. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter begaben sich am vergangenen Wochenende die Mühlhausener. 3 Tage lang gab es mittelalterliches Treiben, Schauküche, Feldschlachten, Handarbeiten und vieles mehr in authentischer Lageratmosphäre.
Unsere Praktikantin Sandra tauchte ein in das Leben von Ritter und Burgfräulein und konnte das Mittelalter im Landl live miterleben. Hose, Turnschuhe und Handtasche? Für eine Maid im Mittelalter wohl eher unziemlich. Um mich bei meiner Zeitreise perfekt im mittelalterlichen Treiben untermischen zu können, brauche ich erstmal das passende Gewand. Passt, das richtige Outfit ist schon mal gefunden. Aber was mache ich, wenn mich jemand enttarnt und angreift? Ein Schwert muss her. Und ein bisschen Unterricht im richtigen Umgang kann auch nicht schaden. Die richtige Beinstellung, der ordentliche Griff, angreifen, verteidigen, alles gar nicht so einfach, wie es in den Hollywood-Blockbustern immer aussieht. Wir üben innerhalb der Gruppe historisches Fechten, weil wir halt glauben, dass es einfach interessant ist, diese alten Techniken zu lernen und mit denen ein bisschen umzugehen. Und wenn wir schon die Gewänder und die Schwerter haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn man es trägt oder wie man mit den Sachen richtig umgeht. Früher zeigten Frauen mit ihrer Haartracht ihren Beziehungsstatus. Offenes Haar bedeutete ledig und wer vergeben war, trug ein Gebände. So eines wird mir hier gerade angelegt. Nun weiß jeder, ob ich noch hofiert werden möchte oder nicht. Und das ganz ohne Blick auf meine Facebook-Seite. Das ist eigentlich das, was mich immer wieder fasziniert. Dieses, man kommt mit so wenig aus. Man braucht nicht den Fernseher, den Computer, man braucht das alles nicht. Man kann am Lagerfeuer wunderbares Essen machen. Und das macht Spaß, zu merken, es geht auch anders. Wir brauchen nicht diesen Wahnsinnskonsum, mit dem wir leben. Und das finde ich einfach toll, das gefällt mir. Und deswegen zieht es mich jedes Jahr ins Mittelalter. Mein Problem? Im Mittelalter waren Frauen vor allem in der Nähstube zu finden. Ich brauche dagegen mehr Action, harte Metalle und Feuer. Die Schmiede sieht nach deutlich mehr Spaß aus. Ja, ja. Und dann, mach mal. Hier. Warte. Ja, kannst du probieren. Wenn du es hinkriegst, ist auch okay. Ja, dann mache ich mal. Und zwar ganz ohne neumodisches Gerät, jedoch trotzdem sehr effektiv. Die Kohlen und das Metall erhitzen und dann am Schraubstock drehen. Ist zwar nicht schön geworden, aber selten. Umso schöner und auch majestätischer sind hingegen die tierischen Arbeiter im Lagerleben. Falknerei in Verbindung mit Mittelalter passt wie Pott auf Deckel, weil das war die Hochzeit der Falknerei. Dem Adel vorbehalten, ein Privileg, die Tiere damals, so wie heute, ein toller Mercedes oder ein Dreier BMW, also Statussymbole. Und die Adeligen brauchten Falkner, die die Tiere, wenn sie irgendwo waren, betreuten. Das waren die Falkenmeister und das sind wir. Ein Falkner oder Ritter oder Schmied bin ich heute leider nicht geworden. Das überlasse ich lieber den Meistern und begebe mich wieder in meine Zeit zurück, wobei ich das Kleid schon gern behalten hätte. In diesem Sinne, gehabet euch wohl, verehrte Zuschauer. Im Neumarkter LGS-Park, nicht weit entfernt von der Arena, summt und brummt es hörbar. Hier findet man den Lehrbienenstand des Imkervereins, in dem mehrere Völker ihrer Arbeit nachgehen. Während die Bienen ein Dach über dem Kopf haben, sucht der Verein noch nach einem Ort, wo man zum Beispiel Schulungen halten kann. Denn das Interesse für dieses Thema wird immer größer. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Seit über 10 Jahren gibt es in Neumarkt das sogenannte Probeimkern. Herr Braun, was verbirgt sich denn da dahinter? Das Probeimkern bedeutet eigentlich, dass die Leute während der Sommermonate am Lehrbienenstand, den wir seit 2014 im LGS-Park errichten konnten, das praktische Imkern am Bienenvolk erlernen können. Durch die 20 Beutenplätze können wir jährlich 25 Probeimker ausbilden. Die praktische Ausbildung aber umfasst eigentlich 2 Jahre. Ein großes Problem des Neumarkter Imkervereins ist, es gibt nicht genügend Platz. Früher, wo mehr Landleute zu uns kamen, die hatten ja zu Hause Möglichkeiten. Und nachdem eben immer mehr städtische Bevölkerung kommt, ist das Problem immer stärker geworden. Es sind ja auch vor- und nachbereitende Arbeiten zu machen, zum Beispiel auch Wachsverarbeitung oder ganz wichtig,
das Honigschleudern, die Honiggewinnung. Und dazu braucht man eben einen hygienischen Raum. Und aufgrund dieser Platzprobleme, die der Imkerverein hat, möchte man also nun das hier bauen. Wir klappen es mal auf, das ist ein Modell. Wo soll das Ganze denn entstehen? Es soll am LGS-Parkplatz entstehen, auf der Seite zum Schauturm der Hochschule hin. Dort hat uns die Stadt einen Platz zugestanden. Es soll hier ein Schleuderraum gebaut werden und im Vorraum ist praktisch ein Hygienebereich und Waschmöglichkeiten, um eben beim Schleudern alles wieder zu reinigen. Wie soll das Ganze denn finanziert werden? Ja, der Verein verfügt über ein kleines Guthaben, welches ausreichend ist, die Räumlichkeiten zu schaffen. Für weitere Kosten wie den Innenausbau sind wir auf Spenden angewiesen. Deswegen wollen wir praktisch ein Crowdfunding-Projekt starten, in dem nochmal 10.000 Euro generiert werden für die Imkerausstattung. Und das Ganze soll über die Plattform Viele schaffen mehr im Internet laufen. Wie war denn das bisherige Jahr für die Imkerei im Allgemeinen? Ja, das Jahr ist relativ unproblematisch gestartet. Im April gab es doch einigermaßen Obstbaumhonig, also Apfel-Kirsch-Honig. Nur danach wurde es sehr nasskalt, praktisch der ganze Mai war extrem nass und kalt. Bei uns ging es noch einigermaßen glimpflich. Aus anderen Regionen weiß man, dass die Imker nicht nur im Mai ihre Bienen füttern mussten, um sie vor dem Tod zu bewahren. Vielen Dank, Herr Braun, fürs Gespräch und viel Erfolg mit dem Projekt des Neumarkter Honighauses. Vielen Dank auch an Sie. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Unser Spezial-Ausgetipp für diese Woche: eine Wanderung oder eine Radtour zum Krähentisch. Und was Sie sonst noch unternehmen können in Neumarkt und der Umgebung, verraten wir Ihnen jetzt wie immer in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Zum Anlass des 15-jährigen Museumsjubiläums wird am Donnerstag, den 11. Juli, an das Lebenswerk des Bildhauers Lothar Fischer erinnert. In einer Ausstellung sind zahlreiche Arbeiten aus Papier aus den Jahren 1937 bis 2003 zu sehen. Zusammen mit Dr. Pia Dornacher führt Christel Fischer am Donnerstag um 19 Uhr durch die Sammlung. Der Eintrittspreis 6 Euro. Das Fairfest im Immergrünen Kulturcafé in Neumarkt sorgt am Samstag, den 13. Juli, mit Live-Musik, Kurzinputs und Ständen für Aufmerksamkeit für die Themen fairer Handel und kritischer Konsum. Für die Kinder gibt es Action an der Wasserbahn oder an der Slackline. Das Essen und Trinken ist natürlich bio, fair und regional. In Freistadt ist am Samstag Schnäppchentag. Neben den regulär geöffneten Läden gibt es von 8 bis 16 Uhr am Marktplatz einen Floh- und Schnäppchenmarkt. Beim bunten Markttreiben kommen nicht nur Shoppingwillige auf ihre Kosten. Auch für Kinder ist etwas geboten. Mit lebendigen Szenen wird die Geschichte der König-Otto-Tropfstein-Höhle in Velburg ein Erlebnis für die ganze Familie. Figuren wie der Höhlenentdecker oder ein Schäfer nehmen Sie mit auf eine spannende und informative Entdeckungsreise. Die Karten sind für 8 Euro im Tourismusbüro der Stadt Velburg erhältlich. Die Führungen beginnen um 17 und um 19 Uhr. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann klicken Sie doch einfach mal ins Internet unter neumarkt-tv.de. Da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Ulrich Badura mit einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Neumarkt TV verschenkt den Blumenstrauß der Woche. Teilen Sie uns mit, wer sich aus Ihrem Umfeld für andere engagiert. Und wir überraschen diesen Menschen kostenlos mit einem Blumenstrauß. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an 09181 510 402.